Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge vom Teamprojekt zusammen mit Chris. Heute leider ohne Günni. Jo. Schnappst du dir vielleicht gleich mal irgendwie meinen Fendt oder so? Und Fährschmähen? Ja, mach ich. Der Fendt ist der mit dem grünen Fliegelanhänger, oder? Der große halt. Der 942er. Warte mit die Ballen da. Mähwerk, Suhe, irgendwo. In der Halle steht nichts, da steht leider die Presse ja. Und das. Ah, ja. Einmal Augen aufmachen, würde ich mal sagen. Ja. Jo, ich hoffe, es haben euch die letzten 4 Folgen gefallen. Und ja, dann machen wir weiter, wo wir aufgehört haben. Was Schatz, ist, welche Flächen? Welche Flächen waren das nochmal? Wo ist denn, wie ist denn, warte mal. Die 15. Die 15 und dann über der, unter der 21. Das Stück. Ja, mach ich. Was machst du? Machen wir das Heu oder machen wir das nochmal Silo? Mach mal Silo, oder? Ja, aber dann machen wir Silo Ballen. Ja, mit der Press, was wir haben. Ja, wir haben ja auch so einen Mittler dafür. Kann man hinten rausfahren, ja. Wo willst du raus? Hinten? Nein, kann man nicht. Ja, ah ja, da ist ja unser geiler Zaun. Will ich gleich nachher noch ändern. Ja. Ah, der Fendt hat schon einen geilen Sound. Ja, das stimmt. Der hat eine Schwarterblocke, oder? Ja. Nochmal schon, ja. Die 15 müssen wir mähen. Ich versuch dann gleich mal, dass unsere Kühe halt dann Mischration bekommen. Ja. Und dann noch, schon mal unsere Dinge anfangen zu produzieren mit Erdbeeren. Unsere Gewächshäuser und Teil mit Salat. Jo, Erdbeeren und so was, I guess. Erdbeeren brauchen wir ja, wie gesagt, für unsere Bäckereien. Ja, und für einen Kuchen und so. Ja. Den Salat kann man dann so verkaufen. Das gibt ganz gut Geld, sag ich mal so. Jo. Das gibt ein bisschen Geld. Echsen können wir dann auch. Die Rüben müssen wir dann noch gucken. Also irgendwann mal. Ja, das werden wir nachher schauen, wenn wir was anders sind. 15 ist da. Müssen wir da rein? Wie viel PS hat dein MFMF? 300 irgendwas, 323 oder so. Ja, mit 320 ist irgendwas. Ich könnte mit der Presse eng werden auf dem Wagen. Es könnte eng werden mit der Presse am Hang, würde ich mal sagen. Ja, müssen wir mal schauen dann. Das ist nämlich schon ganz schöne Steigung. Vielleicht wäre es ja ganz gut, wenn wir nochmal einen zweiten großen holen. Ja. Mit 400 PS oder so. Oder 380 sowas. Welche von dem Glas? Was? Grüß dich. Was hältst du von dem Glas? Was fern?
Axiom 59 vielleicht? Ja. 410 PS. Oder wollen wir direkt 960 machen? Ja. 450 PS dann vielleicht. Ja, machen wir 450, würde ich sagen. Ja, haben wir nämlich einen als Reserve dann mal. Er sollte die Presse am Berg auf jeden Fall packen. Ja. Und ich kaufe noch einen Stab Südageball. Auf jeden Fall die Reifen bei deinem Möff bis mal. Ja. Ja, der ist schon breit reif mit Gewichte. Ja, hinten, aber vorne hast du wie viele Pflegebereifen drauf. So, da kommt einiges aber von dem Feld, also von der Menge her. Das hört sich natürlich gut an. Ja. Ich bin gerade nur am überlegen, ob wir uns noch so einen Autostacker holen. Würde ich auch sagen, weil sonst einfach mal der Alt. Die dann an den Hof fahren können. Und dann willst du Grasball machen oder willst du Silage machen? Wir haben jetzt so einen Wickler aus dem Anderson-Pack außen. Ah ja, da war ich. Ja. Und dann können wir damit dann die Grasballen dann zum Ding fahren, zu unserem Hof. Und dann können dieser eine Pferd und der andere tun dann quasi einen Tätellader oder sowas dann durch die Gegend wickeln. Ich muss schon echt sagen, ich habe den... Da ist ja schon echt klasse hingepackt, muss man sagen. Vorne Tür, dass man rückwärts rausnagieren muss. Ja. Weil vorne raus, nur überdenken. So. Jetzt haben wir 16 Silo und 16 Heuballen da. Ja, bei 3 eigentlich. Einmal fürs Erste. Ja, Heu reicht auf jeden Fall, weil es sind ja 8000 Liter Heuballen. Nur die Silage ist bei uns nur 5000. Ah ja, das sind die Klagen. Schade, dass der Beinstecker außen Ding da dabei ist.
Was nennt das Pack? Ja, gehört. Ruckelt's bei dir auch und so? Achso, du hast was gekauft, deswegen. Ja, ist auch noch. Soll es ja balanced der können. Ja. Ja, perfekt, Digga. Ich hab beim Klaas alle aufs Kennzeichen geschrieben. Und, und da ist hinten, also vorne am Kennzeichen, das ist ja so ein großes. Ja. Ist einfach ein, das A und ein L oben in der Zeile und das andere L mit dem E ist in der anderen Zeile. Ah ja. Sieht interessant aus. Der Sound vom Klaas ist jetzt, naja, ein besser vorgestellt. Kannst du dir alles wünschen. Ja, aber besser als wie im 17er. Im 19er so. Das sind ja sowieso alle sonst. Fahrsilo ist, ein Fahrsilo und so ein normales Silo. Du hast da Güni platziert. Ne, ich. Ich hab alle Hallen platziert. Ich hab alles platziert. Das nächste ist, auch direkt an der Hofeinfahrt. Dann. Dann passt's ja. Müssen wir auch mal die Felgenfarbe von den Dingen da ändern. Von der Presse oder was? Nee. Na, vom Fosca. Oder was meinst du? Glyphos. Ja, genau. So scheiße. Was? Ja, natürlich gleich überall Felgen ändern. Das Glyphos steht da. Ernst, ich hätte echt nicht gedacht, dass der MF so viel PS hat, bin ich ehrlich. Ich hab die höchste Motorleistung genommen. Ja, das denke ich mal. Boah, das ist ein krampftig, ey. Wer nimmt die Ding freiwillig, Alter? Diese Felgenfarbe. Kommt jemand mit dem Seitenschwader nicht zurecht? Nein, ich finde echt cool, damit sie jetzt das Böttinger mit Schwader-Blogge drin haben. Ja, du hast die Breite 2 genommen. Normalen Breiten sind besser. Verändert sich dann nie irgendwie richtig die Dinge. Die Vorderreifen. Jetzt hat der MF auch vernünftige, ziemlich vernünftige Reifen drauf. Ja. Und das Glyphos hat andere Felgenfarbe. Hab jetzt schwarze Felgen gemacht. Mhm. Ja, da dauert noch ein bisschen mit Grasmähen. Aber wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung da.
Schaut beim Herrn Kollegen vorbei, lasst ein Abo da, schaut zur nächsten Folge wieder vorbei. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.